Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Es geht weiter hier in unserem Krankenhaus. Eingewiesen Transport zum Zimmer. Wir haben hier noch keine liegen, die wir brauchen auch noch. Ne? Upsala, sorry. Wenn wir da noch eine Liege errichten. Da haben wir 4 Liegen hier am Start in der Traumatologie. Das sind schon mal wesentlich mehr, ne? Jetzt hier aus. Wo haben wir hier liegen? Müssen wir gleich mal gucken. Hier ist die Trauma, ne? Ja. Ja, wir müssen jetzt aktuell erstmal da hinten noch die Liegen holen und wieder hinbringen und das dauert halt. Ja, so ein Stationsumbau, der kostet schon etwas Zeit, ne? Man muss viel überlegen und alles. Okay, den schicken wir raus. Das ist mir zu riskant jetzt gerade. Wundausschneidung. Konzentrierter Sauerstoff, Schutzverband, Verbrennungsbehandlung. Schon mal die kritischen Symptome hier behandeln, da sind natürlich noch mehr, aber okay. So, damit sind jetzt aber die Zimmer soweit erstmal hier zumindest 3 Stück fertig. Wir werden die anderen Zimmer auch noch dementsprechend fertig machen. Das werden wir jetzt machen. Ausrüstungsschrank, ist das der hier? Guck mal eben schnell. Das ist der hier, okay. Dann machen wir es eben schnell so. Ich meine, das teuerste sind eh die Betten. Der Rest geht eigentlich, ne? Wanddefibrillator. Dann brauchen wir noch das Poster. Das ist nicht das, das ist ein anderes. Ist das das hier, ne? Ja. Ich möchte das auch irgendwie identisch haben. Das ist irgendwie komisch. Aber egal, so ist das halt.
Fehlt noch was? Nee, ne? Das. Jetzt ist das Bett komplett. Okay. Perfekt, Leute. Sehr schön. So sieht das doch gut aus. Trecke die Anti-Dings da. Ihr gibt dir das doch, Mensch. Verstehe ich nicht, egal. Kaffeeautomat brauchen wir hier. Machen wir hier einen hin und einen Snackautomaten. Patient kollabiert in Orthopädie. Oha, was ist denn da los? Ist ja kein Problem. Jetzt auf die Verbrennungsbehandlung und dann passt das. Auf die Verbrennungsstation hier, ne? Ich finde, das sieht echt gut aus momentan. Momentan sieht es echt gut aus. Vorbereitung auf Operation. Eingewiesen, behandelt. Nächster Patient hier. Aber wir für die Traumatologie wohl. Ja. Das ist heftig. Aber okay, wir kriegen es hin. Nach und nach kriegen wir es alles hin, ne? Dauert halt eine Zeit lang. Pulsoximetrie. Transport zur Untersuchung. Sehr gut, das läuft auch. Mitarbeiter hat Erfahrung gesammelt. Sehr schön.
Ja, hier können wir noch den Bereitschaftsraum hier und das Schwesternzimmer anbauen. Das ist nicht das Thema. Vorbereitung auf Operation. Ja, die warten jetzt, dass hier. Der hier weggefahren wird, ne? Transport zum Zimmer. Das dauert halt auch. Das muss man bedenken. Also ein zweiter Operationssaal wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Und kostet aber auch Geld. Muss man auch bedenken. Kostet alles Geld, Leute. Gut, ich würde sagen, aber wir machen mal heute etwas früher Feierabend. Ich sag einmal bis dahin erstmal Servus und Tschüss.